Herzlich willkommen zum zweiten Steffeltes Talk mit Stefan. Mein Gast heute ist die Laura Halting-Hoppenheit, bekannt in Stuttgart, Stadträtin der Linken, Besitzer von Kings Club und ganz, ganz engagiert in ganz vielen Bereichen, in der AIDS-Hilfe, in der Kultur. Und wir sitzen hier auf der Dürrstaffel. Die Dürrstaffel verbindet den Hölderlinplatz mit der Hauptmannsreute. Ja, schön, dass du mein Gast bist heute, liebe Laura. Hallo, lieber Stefan, danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne dabei heute. Der Platz, was du ausgesucht hast, ist wunderbar. Ist auch in der Nähe von Herdweg, wo ich wohne. Und ich fühle mich sehr wohl und ich freue mich auf dieses Gespräch mit dir. Ja, schön, dass du da bist. Und wir wollen heute ein bisschen über Corona reden, über die Zeit der Corona-Krise und über Stuttgart. Was hat denn Corona mit dir gemacht, liebe Laura? Also die Corona-Krise hat sehr viel gemacht, muss ich sagen. Erstmal sind meine Lokalen zu, wie bei allen gastronomischen Betrieben und Hotels und so. Die Isolation ist extrem. Ich bin gewöhnt, seit 44 Jahren jede Nacht Menschen um mich herum zu haben, in meine Lokale, mit die zu reden, in den Arm zu nehmen, mich freuen, dass die da sind, zu helfen, die Probleme haben, zu feiern und traurig zu sein, so wie das Leben ist. Und von einem Moment zu andere ist wie in einem schlechten Film alles tot, alles still. Du siehst niemanden mehr, alle haben Angst, entsetzliche Angst. Das finde ich zum Beispiel unheimlich schlecht von der Politik, dass in die Menschen so eine Angst angejagt worden ist. Natürlich muss man vorsichtig sein. Ich bin auch vorsichtiger geworden in dieser Zeit. Der Virus ist bedrohlich. Aber trotzdem, es gibt auch andere Sachen, die bedrohlich sind. Unser gesellschaftliches Leben ist am Ende. Unsere wirtschaftliche Lage ist am Ende. Wir sind eigentlich vielleicht von dem Virus geschont, aber von Pleite nicht. Das ist ganz dicht in unserer Nähe. Dann werden wir nach dieser Krise, was ich jetzt wirklich als katastrophal betrachte, einen Haufen Menschen haben, die psychisch krank sind. Vielleicht sind geschont geblieben von dem Virus, aber die psychische Krankheit, die Psychosen, die Ängste, die kriegen wir nicht mehr weg. Und denke ich an die armen Kinder, die sich nicht bewegen können. Kinder ohne Bewegung, ohne Sport, die sind sowieso schon in manche familiäre Verhältnisse sehr arm. In kleinen Wohnungen mit Eltern, die Alkoholiker sind oder andere Sucht haben. Also wohnen nicht alle in die Villa und mit großen Gärten. Und diese Kinder, die sind die Bestrafte und die Verlierer von alle. Und die haben noch nicht mal Anschluss zu der Schule. Für die war die Schule ein Ausweg, wo die ein bisschen abgeschaltet haben. Und jetzt, ein Hund hat mehr Rechte, der darf abends Gassi gehen. Ein Kind darf nicht auf den Spielplatz. Das ist der größte Schwachsinn, die Spielplätze zuzumachen. Ich bin total entsetzt manchmal und ich denke, diese Politiker, die diese Gesetze rausgebracht haben, Hals über Kopf, haben die auch Kinder und die wissen ganz genau, was ein Kind braucht. Und wir misshandeln diese Kinder und drangsalieren die. Und nach dieser Krise haben wir einen Haufen kranke Kinder, Neurotiker, die nicht mehr Anschluss bekommen an die Schule und an das Leben. Also das wollen wir ja verhindern jetzt auch. Deshalb öffnen wir ja langsam auch wieder auch die Spielplätze. Aber das sind natürlich Probleme, die man diskutieren muss. Du hast ja jetzt gesagt, für dich sehr harte Einschnitte, persönlich, auch geschäftlich. Wenn du jetzt einen Vergleich ziehst, wir hatten ja die HIV-Epidemie lange zurück. Kannst du da irgendwelche Parallelen ziehen oder wie war das damals? Ja, ich kann Parallele ziehen. Es war heftig damals in den 80er Jahren, aber nicht so heftig wie jetzt. Die Menschen haben die Angst gehabt, die haben sie auch isoliert, aber das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft ging weiter. Man kann nicht alles totlegen. Ich freue mich jetzt, dass du zum Beispiel dafür offen bist und kämpfst dafür, dass das Leben wieder weitergeht. Aber es ist trotzdem viel verloren gegangen. Und was ich für Parallele ziehe zu HIV, ich bin absolut dagegen von dieser Handy-App, von dieser Plakette, von dieser Merkmale. Damals war in der AIDS-Zeit genauso. Der Gauweiler wollte die AIDS-Kranke einen Stempel in den Pass verpassen. Also die Isolation reicht,
man muss nicht noch Diskriminierung dazu kommen, weil es wird eine Diskriminierung sein. Du hast Corona, bleib weg von mir. Du bist nicht mehr gesellschaftsfähig, du bist ein Virus, du bist eine Bedrohung. Und das darf nicht passieren. Wir haben die HIV-Krise gut in den Griff bekommen. Bis heute gibt es keine Impfung. Also wir müssen nicht uns große Hoffnung machen, dass für Corona so schnell eine Impfung kommt. Aber es muss andere Maßnahmen geben. Die Bevölkerung ist sehr diszipliniert. Und auf diese Solidarität von der Bevölkerung, Disziplin, kann man bauen und Lockerungen bringen, damit das Leben weitergeht. Weil irgendwann nutzt nicht mehr, wenn alles weitergeht und wir sind alle pleite. Ich rede auch von mir. Wie geht es denn bei dir jetzt geschäftlich weiter? Du hast ja den Kings Club, andere Lokale noch, die jetzt gerade geschlossen sind. Wie sieht es da aus bei dir persönlich jetzt, wenn die Gaststätten, die Hotels wieder aufmachen dürfen? Was bedeutet das für deinen Club auch jetzt? Also ich werde meinen Club als Kaffeebar weiterführen, nicht mehr als Club, weil der Club ist noch eine lange Geschichte, steht in die Sterne, wann wir aufmachen dürfen. Toms Bar bleibt als Bar, die kleine Kunstgalerie. Und ich werde natürlich Präventionsmaßnahmen treffen, die Leute versuchen, so gut wie es geht, zu desinfizieren. Die Leute sind selber erwachsen und die passen schon auf, weil niemand will krank werden. Und ich werde natürlich sofort, wie wir aufmachen dürfen, aufmachen, weil ich bin auch am Grenze, meine Kapazitäten zu überleben. Diese kurze Hilfe, was wir bekommen haben, war in einem Tag weg. Mit der Miete, mit Strom, mit Kurzarbeit, was wir dazu zahlen müssen an Personal. Also es war gut, dass wir was bekommen haben, aber es ist nicht das. Man kann nicht vergleichen mit unserem Umsatz. Und ich arbeite gerne und ich brauche das auch, die Arbeit. Und alle anderen auch. Wir ziehen Kreise. Wir gehen kaputt, unsere Lieferanten gehen kaputt. Die Gäste können nicht ausgehen. Und es geht nicht darum, dass die ausgehen. Viele sind einsam, vereinsamt zu Hause und haben die noch nicht mal einen Ansprechpartner. Unsere Lokalen waren auch Institutionen, wo die Menschen sich betreut gefühlt haben und Probleme gewälzt haben. Und jetzt auf einmal ist jede verlassen und jede hat Angst und das kann nicht mehr weitergehen. Also ich freue mich sehr, wenn das endlich ein bisschen normaler wird. Ich werde meinen Beitrag tragen, so gut wie es geht, dass der Stuttgart weitergeht, dass der Stuttgart weiterlebt. Und ich erhoffe mir von der Politik sehr viel. Ja, ja, du hast ja auch gesagt, deine Einrichtung, deine Lokale waren ja nie nur Lokale, die waren ja immer auch Anlaufstelle für junge Menschen, für Queer-Community, die Probleme haben, genau, die zu dir gekommen sind. Und das ist natürlich vieles weggebrochen. Insofern hoffen wir, dass es bald wieder so weitergehen kann. Zumindest okay, jetzt mit dem Kaffee. Genau. Und jetzt, was ich noch für Gedanken habe, wir bereiten uns für die Oberbürgermeisterwahl. Liebe Stefan, wir alle sind sehr traurig. Wir haben damit gehofft und gebaut, dass du kandidierst und du wärst unsere Liebling-Oberbürgermeister. Niemand konnte besser wie du für Stuttgart wissen, was Stuttgart braucht. Niemand ist engagierter wie du in Stuttgart. So wie heute. Wer macht das schon? Interview. Wer kümmert sich um die Menschen, die von Corona betroffen sind? Wie kümmert sich von den Lokalen, von Geschäften, von Hotel und Gaststättengewerbe? Du bist überall präsent und uns tut im Herzen weh, dass du nicht unsere Oberbürgermeister wärst. Also, danke, liebe Laura. Ich kann ja auch weiterhin für Stuttgart mich einsetzen, auch als Bundestagsabgeordneter. Das werde ich auch weiterhin tun, das habe ich auch versprochen. Was sind denn die wichtigsten Themen für Stuttgart jetzt in diesem Jahr, wo Oberbürgermeisterwahlen stattfinden? Wo ist dein wichtigstes Projekt, wo du sagst, da muss es vorangehen in Stuttgart nach OB Kuhn? Also der Stuttgart muss in erster Linie die Wirtschaft wieder stärken. Das ist der A und O. Ohne das ist der Stuttgart verloren. Stuttgart darf nicht reduziert werden an Feinstaub, an Verkehrschaos. Stuttgart war früher einer von der Zeigestädte. Die Kultur wurde hochgeschrieben. Die Leute sind gerne nach Stuttgart gekommen. Stuttgart hat was zu bieten. Ein Ballett, eine Oper,
Stuttgart versinkt im Moment im Verkehrschaos. Das darf nicht sein. Es muss eine Oberbürgermeister kommen, die erstmal die Verkehrspolitik regelt. Und nicht mit Verbote, mit Lösungen, mit Alternative. Die Menschen müssen auch wieder gerne nach Stuttgart kommen. Die müssen gerne teilnehmen an die gesellschaftliches Leben, an die Kulturleben. Und wir wollen, dass wir sind stolz auf Stuttgart. Und wir waren früher in jeder Stadt, wo man gehört hat, ah, ihr kommt aus Stuttgart. Oh, das ist eine tolle Stadt, ich war auch schon mal da. Und jetzt, wenn einer sagt, oh, demonstriert ihr schon wieder? Ist er immer noch so verstopft? Und das geht nicht. Stuttgart muss seinen Glanz wieder bekommen. Stuttgart hat Tradition, Stuttgart kann mehr. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und von daher hoffe ich natürlich, dass wir den richtigen und wählen jetzt im Herbst. Nochmal zurück zu Corona, liebe Laura. Wo hast du denn jetzt die letzten Wochen verbracht in dieser Zeit, wo ja deine Betriebe nicht offen waren, wo du isoliert warst, wo du Abstand halten musstest? Wo hast du denn die Zeit verbracht? Ich habe meine Zeit sehr viel verbracht bei meinem Freund, bei Pforzheim. Der ist Künstler, Bildhauer. Der ist aber schon 80. Und der hat extreme Angst vor diesem Virus. Und der hat uns ein bisschen noch mehr eingesperrt, wie die Corona vorgeschrieben war. Und ich musste, wenn ich von Stuttgart wieder nach Pforzheim komme, musste mich in den Garten ausziehen, meine Sachen in die Sonne liegen, mich total desinfizieren, durfte ihn ein paar Stunden nicht anfassen, bis er gedacht hat, der Virus ist jetzt tot. Und so. Es war schön, er arbeitete viel, es war was anderes, aber ich wünsche mir mein Leben zurück. Mein Stadtleben, meine Politik, mein Rathaus, meine Menschen, meine schwulen Kinder, die ich in den Arm nehme und ich sage, ich liebe euch und ich habe euch so vermisst. Und ich konnte noch nicht mal meine eigenen Kinder sehen, weil die haben mich auch gefährdet. Ich bin auch schon 70 plus in die Gefahrgruppe. Aber man darf sie nicht verrückt machen. Virus ist da, wir sollen präventiv leben und arbeiten, aber wir sollen denken trotzdem an das normale Leben. Ja, ich habe meine Mutter auch 12 Wochen lang jetzt nicht in den Arm nehmen können, kaum gesehen, weil sie auch sehr ängstlich ist und vorsichtig. Ja. Vielleicht die letzte Frage. Jetzt hast du ja viel auch negativ über Corona natürlich gesprochen, wie es unser Leben verändert, auch zerstört ein Stück weit. Ist denn irgendwas Positives, was du aus dieser Corona-Zeit denkst, dass wir mitnehmen können in die Zeit danach, wenn es wieder normal oder einigermaßen normal weitergeht? Also ich glaube, die zwischenmenschliche Liebe ist stärker geworden, weil man hat gesehen, dass die Werte sich geändert haben. Das absolut, du kannst von jetzt auf nachher alles verlieren. Dein Geschäft, dein Leben, dein gesellschaftliches Leben. Aber die Liebe, die Zusammenhalt, diese Gefühle, füreinander da zu sein, die sind stärker geworden. Und ich glaube, auf das sollen wir weiterbauen. Wir sollen zusammenhalten. Und ich glaube, dass vielleicht war Corona auch ein Zeichen dafür, dass wir viel zu viel egoistisch uns bewegt haben in dieser Gesellschaft. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen umdenken. Und nochmal, ich danke dir, dass du dich so engagierst und unermüdlich für uns unterwegs bist. Ich danke dir, liebe Laura. Das war ein schönes Schlusswort mit der Liebe, und die ja auch durch Corona-Zeit jetzt gestärkt worden ist. Ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast bei diesem Steffeles-Talk. Ich wünsche dir alles Gute für deine politische Arbeit und freue mich, wenn wir uns dann irgendwann wieder in den Arm nehmen können.